Du hast mich umgehauen. Du hast geklaut, bei deinem eigenen Bruder. Was soll das? Mein Bruder? Das ist doch kein Bruder. Ich hasse ihn. Alles haben unsere Eltern immer ihm gegeben. Das Haus, eine Ausbildung. Ich dürfte sehen, wo ich bleibe. Großer Bruder hier, großer Bruder da. Und am Ende hat er auch noch die Frau bekommen, die ich liebe. Ich hasse ihn. Und da hast du, armselige Schafswurst, ihn beklaut, weil du dich dafür rächen wolltest, dass deine Eltern ihn bevorzugt haben. Mann, bist du mies. Aber ich... Komm, erspar mir das Gejammere. Vielleicht hättest du einfach mal mit deinem Bruder reden sollen. Ich geh dann mal. And now let's talk to the stonemason. To complete the quest, obviously. So, where is... Oh, he's gone to bed. Wow, that's amazing. Der Dieb ist überführt. Was eure Familiengeschichte anbelangt, da habe ich keinen Bock, mich einzumischen. Das klärt ihr besser ohne mich. Danke für deine Hilfe. Tja, und was meinen Bruder angeht, ich werde wohl mal ein langes, ernsthaftes Gespräch mit ihm führen. Ich hatte ja keine Ahnung. Hier, diese Kleinigkeit an Gold will ich dir als Dank überlassen. Das kann ich mir gerade noch leisten. Okay, let's sleep. Wir sehen uns. Now, before we actually... go, I guess. Let's go over here. And there's a person we need to talk to. You'll see who it is in a second. We haven't talked to him yet. And you might remember him from Gothic 2. He's a very annoying character. And that is... wait for it... Valentino. Hallo, Bürger. Habe gewusst, dass du mich ansprichst. So? Tja, weißt du, meine Ausstrahlung hat noch jede Frau angezogen. Wie das Lagerfeuer die Blutfliegen. Wer bist du denn? Du musst wirklich vom Lande sein, dass du den schönen Valentino nicht kennst. Setz dich zu mir, süßes Kind. Ich lade dich ein. Ich kann es mir leisten, das teuerste Bier dieser Geschemme zu bestellen. Und ich habe Geld. Viel Geld. Geld macht schön. Peter will von deinem besten Spezialbier, aber plötzlich. Ich habe heute leider keine Zeit. Vielleicht ein andermal. Du wirst es bereuen, Zuckerschnecke. Ich bin der beste Liebhaber in Corinthes. Als Belohnung hätte ich für dich auch ein paar seidener Strümpfe. Alright, let's sleep. Ja. Now, let's talk to Corrigan about this bastard. Sei gegrüßt, Wirt. Dieser Valentino ist ein richtiger Kotzbrocken. Der wird einem ja schlecht vor lauter Widerlichkeit. Du sagst es. Am liebsten würde ich ihn aus meiner Kneipe treten. Würde mir schlecht bekommen. Lord André lässt nicht mit sich spaßen, wenn man sich in der Oberstadt prügelt. Man müsste ihn also ins Hafenviertel locken. Hey, du denkst doch nicht etwa, was ich denke, dass du denkst? Entspann dich. Ich werde nur ein Problem lösen. Okay, let's go. Gehört dich wohl. Hallo, Bürger. Ich hab's mir anders überlegt. Ich wusste, dass du zurückkommen würdest, mein Häschen. Meinem Charme kann keine widerstehen. Ich wollte dich zu einem lauschigen Treffen einladen. Abends, zur 10. Stunde an der inneren Stadtmauer. Hinter Matteo bei der Schmiede. Ein kleines Gänschen, das ist aber weit weg von der Zivilisation. Nicht wahr? Ich stehe auf sowas. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, mein kleiner Süßholzrastler. Ich werde da sein, und dann wirst du mich genießen dürfen. Okay, ja. So, next thing we're gonna do is complete the Goblin's Quest, and, yeah, I think just the Goblin's Quest, and the Travel Route's Quest. So, go up here to the upper quarter, and you'll also get 100 XP for going there for halt. The first time. Wo willst du denn hin? Na, da rein! Und bevor ihr mich wieder abweisen wollt, ich bin Bürgerin dieser Stadt. Meine Lehrherrin ist Hannah. Na schön, aber lass dich bei einer Schweinerei erwischen und du bist dran. Okay, now, go inside. And the first person you want to talk to is Auric. Hallo, Milizmann. From Gothic 2, where he set up fights behind the... or just in the Harbor District, so yeah, let's talk to him. Ich bin Velaya. Darf ich fragen, was du hier bewachst?
Mein Name ist Alrik. Ich bewache dieses Haus. Wenn irgendjemand kommt, der Besitzansprüche auf die Hütte erhebt, soll ich ihn zum Statthalter schicken. Mehr weiß ich auch nicht. Scheinst dich ja mit wenig Informationen zufrieden zu geben. Das ist mir egal. Ich bin noch nicht so lange bei den Rotröcken. Früher habe ich im Hafenviertel für Geld gekämpft. Faire, saubere Kämpfe. Ich habe sie meistens gewonnen. Bis dieser Typ kam und mich zweimal weghaute. Dann hat mich auch noch die Miliz erwischt und mir mein treues Schwert weggenommen. Da sagte ich mir, Junge, such dir eine Arbeit mit Sozialversicherung und Pension. Und hier bin ich und bewache dieses Haus. Und wie kommt ein, entschuldige, Kleinkrimineller zur Miliz? Mann, die nehmen doch in diesen Zeiten jeden, der ein Schwert auch nur halten kann. Außerdem war ich früher ja mal im Heer. Das zählt mehr als verbotene Duelle austragen. Zufällig hat sich ein Schwert in meinen Besitz verirrt, das scheinbar nach seinem alten Besitzer ruft. Ja, das ist es. Das ist mein treues Schwert. Ich gebe dir 50 Goldstücke dafür. Nun, es war gar nicht so einfach, es zu bergen. Glaubst du, ich bin blöd? Ich gebe dir 50 Goldstücke und nicht mehr. Sonst erfahren meine Kollegen endlich, wer die Asservatenkiste geplündert hat. Oh, na gut. Gib mir die 50 Talerchen. Wir wollen ja die Wiedersehensfreude nicht mit einem Streit belasten. Hier ist dein Schwert zurück. Wo kann ich den Statthalter antreffen? Immer geradeaus, an den Posten vorbei, in das schmucke Häuschen da hinten und im Haus gleich rechts die Treppe rauf. Bleib wachsam. Okay, now, a few people will need to talk to around here. Obviously Wambo, seeing as he's... Well, he's the one that knows where the... Goblin chainmail is, and I think this is Wambo. Yes, it is. But before we do talk to him, let's go over here and talk to Sandro. Sei gegrüßt, Händler. Ich heiße Velaya. Was kann ich bei dir erwerben? Ich bin der Alchemist Salandriel. Bei mir bekommst du Tränke aller Art. Wait, natürlich what? Nur die besten. Egal, was dieser Knurrhahn Konstantino auch behauptet. Aha, there we go. Bist du der Alchemist, der die tymorische Heilmedizin für sich entdeckt hat? Du sorgst ja für ganz schönen Wirbel in der Stadt. Woher willst du wissen, dass ich das bin? Nur weil ich mal für ein paar Tage im Klosterarrest war, heißt das doch noch lange nicht, dass ich in jedes Verbrechen dieser Stadt verwickelt bin. Jetzt erinnere ich mich. Du warst der Typ, der Elena gefälschte Minenanteile verkauft hat. Der ganze Hof hat sich darüber aufgeregt. Da traue ich dir doch durchaus den nächsten Schwindel zu. Ist das schon gut? Außerdem ist die timorische Heilmedizin nicht verboten oder so und besitzt eine lange Tradition. Und ist gewinnträchtig. Das auch. Also, was ist nun? Bist du dabei? Ich verstehe nicht. Ich brauche jemanden, der mir bestimmte Bestandteile meiner Rezepturen besorgt. Meine letzten Lieferanten waren so dämlich, dass sie sich die Beute haben abnehmen lassen und noch Strafe obendrauf zahlen mussten. Bartok und Regis. Richtig. Woher? Egal. Ich zahle jedenfalls gut. Weißt du was? Eigentlich hast du ja recht. Die Leute wollen beschissen werden. Und der Markt regelt Angebot und Nachfrage. Was brauchst du aus dem Wald? Willkommen bei Salandriels naturheilkundlicher Gesellschaft. Ich benötige Snapperkrallen, die Stoßzähne von Keilern und Wolfszähne. Als Krönung der Lieferung würde ich das Horn eines Schattenläufers betrachten. Es können noch zwei sein. Noch besser, sozusagen die Kaiserkrönung, wären Trollhauer. Und von allem natürlich so viel wie möglich. Wir verstehen uns prächtig. Eine Frage noch. Wenn das alles, drücken wir es vorsichtig aus, Schummelei ist, warum nimmst du dann zum Beispiel nicht Bestandteile vom gemeinen Hausschaf? Tja, weißt du, vielleicht ist ja doch was dran an der guten alten timorischen Heilmedizin. Und wir wollen doch die Götter nicht allzu doll versuchen, oder? Jo, geil. Ich habe hier einige Rohstoffe für die Naturheilkunde. Snapperkrallen, die besitzen genau das richtige Alter. Siehst du hier? Nicht mehr Jungtier gelb, noch nicht Alttier schwarz, genau richtig braun. Keilerstoßzähne und auch noch die von der Spitzenart. Das gibt genau das gute Pülverchen für kräftige Beißerchen. Was hast du da? Wolfszähne. Meine männliche Kundschaft schwört auf bojakischen Männerspaß. Das ist ein Sud aus gestoßenen Wolfszähnen, Wacholder, Dunkelpilz und Weidenbeere. Und was soll diese Suppe bewirken? Das willst du gar nicht wissen. Schau an, ein Schattenläuferhorn. Das ist sein Gewicht in Gold wert. Deshalb verwende ich es sparsam und verkaufe das Sparsame teuer.
Jetzt bin ich aber platt, das sind ja die Haue eines Trolls. Alle Wetter, wenn du den selbst erlegt hast, steckt mehr in dir, als es den Anschein hat. Respekt, das war ja eine ordentliche Lieferung. Bist echt zu was zu gebrauchen. That's all. Wait, is the quest completed? Oh my god. That was an easy quest. Haha, right. Let's talk to Wambo. Hallo, Milizmann. I'm pretty impressed that I did that quest.